Hallo? 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 Hallo, hallo, weiter geht es mit Kock. Willkommen dazu, Leute. Ich bin so glücklich, warum erstens meine Stimme ist fast wieder da und zweitens das Rathaus. Es ist fertig. Es ist fertig. Es hat lange gedauert. Ich sage nur eins. Ja, voll. Endlich ist es soweit. Rathaus 9. Es war nicht so geplant, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon Rathaus 9 sind. Haben wir aber geschafft. Und ich muss sogar ein paar Mal angegriffen. Erstmal hier die ganzen Minen und Sammler lernen, Leute. Es ist unglaublich genial. Es ist der Hammer. Es ist der pure Wahnsinn. Und ich habe schon angefangen, was zu bauen. Und zwar habe ich schon angefangen, hier den Magnetum zu bauen. Können wir eben schnell upgraden hier schon. Dauert ja nur einen Tag. Und die Luftabwehr schon mal am Start. Natürlich wollte ich so viel fertig haben. Natürlich wollte ich so viel vorfarmen, um mir sofort die Queen zu holen. Aber Job, Schatz, falsch. Ressourcen, wie man sieht, ich kann ein Goldlager bauen, ich kann ein Elixierlager bauen. Können wir eben schnell sogar machen. Eben schnell fix hier hinklatschen. Bitteschön. Natürlich muss ich meine Base noch umbauen. Natürlich muss ich dies, das, Ananas. Werden wir es auf jeden Fall noch machen. Spätestens ein Livestream. Und ich muss so viel farmen, Leute. Ich werde das Wochenende so nutzen, um einfach nur die ganze Zeit zu farmen. Was will ich bei Dekoration? Armee hier die Queen. Ihr seht es, wie sie spätestens Freitag wird sie hier angefangen zu bauen, Leute. Da kann ich euch jetzt schon versprechen, spätestens am Freitag. Hier eine Tesla müssen wir klatschen. Wir müssen zwei X-Baus bauen. Oi, oi, oi. Wir müssen die Luftminen hier, müssen eine Riesenbombe bauen. Können wir auch schon bauen hier. Wir müssen alles bauen. Wir müssen einfach nur, was? Achso. Okay. Mach ich mal eben, ich baue sie mal auf 10. okay. Es ist ultra genial. Ich feiere das so dermaßen, endlich wieder neuen Content zu haben. Ja gut, Content hat man immer die ganze Zeit gehabt, aber immer wieder was Neues hier zu bauen. Nach Lagerzeit mal wieder sehr schön. Ich hoffe, können wir den bauen. Hier, bitteschön, dahin, bitteschön. Noch ein, fertig, geklatscht. Was können wir noch? Schild können wir nicht bauen. Also, jetzt fehlt hier ein Bogenschützenturm hier. Obwohl, den einen Bauarbeiter möchte ich noch gerne behalten. Deswegen nicht. Okay, das ist fertig geworden. Von der passt das. Hier bauen wir noch einen Bogenschützenturm. Den dauert auch noch für 15 Minuten. Dann fehlt was noch? Es fehlen die ganz vielen Mauern und halt die X-Bögen und die Tesla. Also die X-Bögen werden am Wochenende gefarmt. Genauso wie die Queen gefarmt, Leute. Es wird alles gefarmt, was nur geht. Und ich bin so glücklich, dass wir endlich Rathaus Level 9 erreicht haben. Es ist einfach nur hammermäßig. Die Mauern, ja, wie machen wir auch noch, Leute? Keine Angst. Ich bin eigentlich jetzt wieder komplett da. Warte, Blas auf jetzt. Ich bin eigentlich jetzt komplett wieder da, habe wieder fast komplett meine Stimme. Ich sage mal so 80% ist sie wieder da. Von daher können wir auf jeden Fall wieder durchstarten. Und ich denke mal, am Freitag werden wir so richtig farmen. Wir werden so viel farmen. Ich werde so viel farmen. Ihr wisst gar nicht, wie viel das ist. Das ist einfach nur unmenschlich, wie viel ich farmen werde. Und wir werden ein neues Base-Design bauen. Wir werden die Mauern sofort da hochklatschen. Wir werden die Mauern so gut es geht, erstmal ein bisschen upgraden. Die, also die wir neu bauen können. Es wird einfach nur hammermäßig, Leute. Und bitte, bitte seid dabei. Es wird einfach großartig. So, die kleinen Kriegvorbereitung ist fast vorbei. In 12 Minuten können wir da starten. Aber wir gehen erstmal hier. Oh, seht ihr schon, dass hier steht? Können wir hier schon? Wir sind schon. Was? Wir sind immer noch für Rathaus 8 eingetragen und nicht für Rathaus 9. Oh Mann, das finde ich blöd. Ich bin euch jetzt Rathaus 9. Egal. 1,2 Millionen haben wir ein Elixier. Der Bohrer ist fertig geworden, der hier. Den können wir sogar für 1,5 upgraden. Dauert auch. Nur 2 Tage, ist gar kein Ding für den King. Wir haben sogar 2 Bauarbeiter. Wir könnten jetzt quasi hier upgraden, so wie wir Lust haben. Weil es dauert, ich weiß, nur 30 Minuten. Kann ich ja mal eben jetzt starten. So, bitteschön. Und wir gehen erstmal angreifen. Ich habe da so eine Armee stehen, so ein paar Barcher. Von daher, halt, stopp, ich habe was Falsches gemacht. Ich möchte nämlich danach sofort meine Clan-Krieg-Armee bauen, die immer noch aus Drachen besteht. Aber ich kann euch versprechen, Leute, mit Rathaus 9 werden wir auf jeden Fall bald... Werden wir bald andere Armeen sehen, womit wir auch im Clan-Krieg arbeiten werden. Denn wir haben bald die Möglichkeit, sehr geniale Sachen zu bauen, sehr geniale Sachen abzugraden mehr. Wir müssen gleich mal im Labor nachschauen. Oh, ich bin so aufgeregt, das ist der Hammer einfach nur. Oh, zum Urlaub hin ist einfach mal Rathaus 9 fertig geworden. Wie cool ist das denn bitte? Ja gut, es war natürlich geplant vor 10 Tagen, aber trotzdem. Hier, oh, was können wir alle bauen? Was? Ich muss Labors upgraden. Ich muss das Labor upgraden. Kostet auch 2,5 und 5 Tage. Oh mein Gott, es dauert also lange und der Urlaub ist immer so kurz. Aber egal, wir werden farmen. Wir können jetzt sogar hier, wir können sogar hochpushen auf die Mauern auf Level Nummer 9. Yay, für Gold und Elixier. Es kostet jeweils so 1 Million. Ja, es ist so billig, ja. Oh, sehr gut. Wir können jetzt angreifen und dann werde ich gleich meine Clan-Krieg-Armee klatschen. Und, oh, es wird genial, Leute, es wird der Hammer. Ich freue mich so aufs Wochenende. Wir farmen die ganze Zeit, die ganze Nacht atemlos durch den Loot. Denn der Lars schnappt sich alle Inaktiven in Gold 1, 2 und 3 atemlos durch den Loot. Oh, haben wir hier. Das ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man mitnehmen kann. Es kommt auf 400 Dunkles am Start. Da gehen wir zentral einfach mal rein. Ich würde sagen, von hier zentral reinwichsen, dann passt das schon.
Und so können wir auf jeden Fall damit arbeiten. Da kommt eine Tesla rausgefahren. Das ist ja wieder nicht die feine englische Art. Einfach kommt die Tesla da raus. Das gefällt dem Lars gar nicht. So, bitteschön. Da aufspringen, denn da aufspringen. Der King noch nicht hinein. Der King kommt dann sofort. Ja, bitte alles aufsprengen. So, das ist eine Riesenbombe. Und mein junger King, gehen Sie bitte rein. Dankeschön. Dann da bitte nochmal und da aufsprengen. Den Rest auch noch reinsetzen. Und nun werden wir einfach mal loslegen. Ich muss auch einen Blitzzauber droppen, weil ich den nicht brauche. Ich droppe aber jetzt hier beim Magierturm hin. Warum denn nicht? Damit er mal down geht hier. Ich brauche ihn eben nicht. Ganz einfach, weil wir ihn für was anderes brauchen. Denn ich werde gleich eine Clan-Krieg-Armee bauen. Und die besteht aus Drachen, zwei Wutzauber und Heal-Zauber. Hihihi. Der King geht außen rum. Ist gar nicht geil. Gar nicht geil. Ich möchte gerne das Dunkle haben, wenn es geht. Dankeschön. Ich möchte gerne das Gold haben, wenn es geht. Dankeschön. Der King ist einfach mal unzerstörbar, wie wir ihn halt kennen. Er wird die ganze Zeit abgeschossen, stört ihn aber nicht. Ja gut, zünden wir doch mal hier, bitteschön, die Fertigkeit, damit es ein bisschen schneller geht. Die holen sich da auf jeden Fall das, was sich... Sie geht einfach außen rum, weißt du? Er ist dreckig, er geht einfach außen rum. Das Dunkle bekommen wir nicht mal alles, weil er außen rum zugeht. Der King kann ruhig down gehen, das ist mir wurscht. Wurscht-Banane wie irgendwas anderes, aber es stört mich, dass ich nicht den Loot bekomme und nicht das Dunkle bekomme. Ja, der Dunkle gehört übrigens Loot auch dazu. Der King ist wieder kacke gelaufen, ich habe extra hier gedroppt, damit er in der Mitte geht. Er geht aber nicht in der Mitte. Der scheiß Drecksack. So, ein bisschen können wir vom Bohrer... Das wieder am nächsten Mal hier. Schade, schade, schade. Kein schöner Angriff. Ich dachte, ich würde mehr bekommen mit dem King namens, beziehungsweise Level Nummer 10, aber ist egal. Okay, wir werden also wieder Drachen bauen. Ja, Drachen sind langweilig. Wie gesagt, mit dem Rathaus kann ich euch jetzt schon versprechen, dass wir auf jeden Fall andere Clan-Krieg-Angriffe machen werden. Natürlich muss ich jetzt erstmal, ne, ausbauen, ausbauen, ausbauen. Farmen, farmen, farmen. Boosten, boosten, boosten. Wochenende, Wochenende, Wochenende. Ganz, ganz, ganz viel. Mehrere Stunden, nicht zwei, vier, vielleicht sogar sechs Stunden am Stück die ganze Zeit boosten. So viel wie geht, rausklatschen, 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 rausklatschen. Damit wir auf jeden Fall so schnell wie möglich ganze neuen Sachen bauen. Den X-Bau, beide X-Bögen. Natürlich ganz, ganz wichtig, die Queen, dass wir die sofort raushauen, Leute. Es gibt so viel zu bauen. Es gibt so viele neue Sachen. Ich freue mich einfach sowas von drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ich werde erstmal jetzt noch eine Mauer upgraden. Yay, jetzt fehlt da noch welche. Jemand hat gesagt, man kann hier auch alles löschen. Layout anpassen. Alles löschen. Genau, es fehlen noch 33 Mauern. Die werden wir auf jeden Fall spätestens nächste Woche fertig haben. Da passt es auf jeden Fall. Wir werden neue Base-Designs bauen. Wir werden alles machen, was geht. Und es wird ultimativ der krasseste Scheiß, den es gibt, Leute. Freut euch auf Rathaus 9. Es wird der Hammer. Ich habe so dermaßen Bock drauf. Und wie gesagt, die Zeit ist bald da. Der Urlaub kommt und das Rathaus wird gepusht. Es wird gefarmt, gefarmt, gefarmt. Livestream, vielleicht nehme ich auch ein paar Stündchen sogar auf. Die ganze Scheiße ist mir egal. Ist mir egal, jetzt kommen Videos, 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 Kock-Videos, zwei, drei am Tag. Ist mir scheißegal, ich muss farmen, farmen, farmen. Ihr seid dabei, ich hoffe, ihr habt Lust und wir werden uns dann bald wiedersehen. Und zwar wieder morgen ab 16 Uhr und dann Freitag richtig ist die Party am Start. Schaltet ein gegen 20 Uhr, Leute. Das wird der pure Wahnsinn und Livestream werden einfach durchdrehen. Vielleicht starte ich sogar schon um 18 Uhr. Es wird einfach nur phänomenal und super geil. Ich freue mich drauf. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Hilft mir auf jeden Fall, ist nur ein kleiner Klick für euch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen dafür. Für die Feedback, Kommentare und so weiter, Anregungen gerne reinklatschen. Würde mich auch freuen. Über jedes Kommentar sehe ich ein Herzchen. Und ich bedanke mich dafür, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Seid ein Haufen super nice Boys. Reingauen, bis zum nächsten Mal. Und ich kann dir versprechen, in den nächsten Wochen wird es immer mehr Kock geben. Kock, Kock, Kock. Tschüss. Nice.